herzlich willkommen zurück zu Edge of Eternity. Ja, ich habe es jetzt geschafft. Ich bin wieder zurück in Dorf und wollte dann mit euch zusammen eben das Ganze auf der Karte abgeben. Auftrag abgeschlossen. Ja. Beenden. Muss ich dann auf Beenden gehen? Ah, ich muss auf Beenden gehen. Okay. Klang jetzt für mich sehr unlogisch, weil beenden heißt ja normalerweise nicht den Auftrag beenden, aber in dem Fall anscheinend schon. Gut, heimwärts, geh nach Hause. Ich soll aber noch mit jemandem sprechen, fällt mir gerade auf. Da war doch noch was anderes. Moment, das mit dem Dilo, das lasse ich erstmal sein, weil ich habe da keine gefunden, die irgendwie... Achso, genau, das war das. Die Dilo hießen. Aber ich verfolge mal eben die moderne Romantik. Der scheint mir hier irgendwo im Kreis zu sitzen. Noch nicht. Hä? Bist du das? Nee. Sprich mit Edin. Wie heißt du? Keine Ahnung. Steht nichts bei. Okay, also man kann nicht zoomen, was sehr, sehr schade ist, aber man kann das Ganze ziehen. Tja, aber hier ist nirgendwo. Die hat doch auch gesagt, ich soll ins Dorf zurück. Da ist doch auch was. Hä? Hallo, guten Tag. Du bist nicht Edin, okay. Der soll aber direkt rechts von mir sein. Ach, da unten. Dieses Blaue irritiert mich jetzt hier irgendwie voll. Ach, dann ist das Blaue gar nicht mitunter mein Ziel, schätze ich mal. Ah, ich verstehe. Das sind dann diese Transportdinger, nehme ich mal an. Ja. Was? Der Krokta ist tot? Wer behauptet das? Eine Jägerin vor der Stadt. Wusstest du das nicht? Die anderen haben sie nicht reingelassen, weil sie dachten, sie wäre mit der Zersetzung infiziert. Sie hat es also geschafft? Das hätte ich nicht erwartet. Es ist eine lange Geschichte. Tut mir leid, die interessiert mich nicht. Und ich habe keine Zeit. Ich habe dir nur Bescheid gesagt, weil ich sowieso noch Inel musste. Nimm das hier, bevor du gehst. Das ist ihre Belohnung. Gib sie ihr, wenn du sie nochmal siehst. Und wenn du sie nicht siehst, naja, dann kannst du sie behalten. Ich sehe sie nicht mehr. Ich muss in eine andere Richtung. Tut mir leid. Okay, ja, wunderbar. Geh nach Hause. Geh nach Hause ist aber nicht so gut. Weil, oder? Heimwärts? Nee, wir müssen ja erst noch mit Herr Ranna sprechen. Und die gute Dame ist wo? Das wissen wir nicht. Okay. Das könnte jetzt unter Umständen ein Problem geben, weil wir jetzt auch keine Ahnung haben, wo wir hin müssen. Und hier denke ich mal, mit dem Teleportieren kommen wir nirgendwo hin. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie bei Final Fantasy. Da konnte man die Regionen, glaube ich, aussuchen. Haben wir aber nicht. Und es kostet uns sogar was, so wie es aussieht. Ach du Schande, okay. Ja, rede mit Herr Ranna. Ich würde eigentlich gern so stehen bleiben, weil ich finde die Grafik unheimlich gut. Das Problem ist jetzt nur, ich weiß weder in welche Richtung das Ganze liegt, noch wo das jetzt sein soll, weil da steht nur Insel. Und ich glaube nicht, dass ich... Obwohl, naja... Es kann sein, aber da kam ich, glaube ich, nicht weiter. Ich habe übrigens festgestellt mit der Teamenergie, das habe ich jetzt verstanden. Ich habe festgestellt, dass wenn dieser Balken hier, der jetzt so langsam ausläuft, wenn der komplett leer ist, so stand das ja auch da drin, dann geht die Teamenergie runter. Das hatte ich ja auch so schon verstanden, aber die geht dann auch nicht mehr hoch. Also ich habe es doch so verstanden gehabt letztendlich, dass die auch mit hoch geht. Aber die meinten damit nur die... die Energie, achso, die war das, die Energie von mir, also die Ausdauer, damit meinten die aber nicht die Energie vom Team. Die kann wohl nur in dem Rasthaus dann wieder auf,
gefüllt werden. Also da hinten hätten wir jetzt noch eine Quest. Sieht sehr schön aus, so von der Umgebung her. Jetzt, wo es wieder hell ist, kann man sich das alles nochmal so ein bisschen angucken. Da hinten hätten wir eine Quest. Ich würde mal fast vermuten, dass wir die Quest jetzt erstmal machen sollten, falls wir die machen können. Ich weiß jetzt nicht, was der jetzt haben will. Weil ich keine Ahnung habe. Ist die das jetzt? Nee, hier. Ach so. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich jetzt mit Herana, also zu Herana komme. Willst du auf einem Neckaru ausreiten? Vielleicht. Sie sind noch nicht ganz entwöhnt. Geh also am besten nicht zu weit weg. Und um ganz ehrlich zu sein, ist mir nicht wirklich wohl dabei, sie gehen zu lassen. Warum? Hier treibt ein wabbeliger Schleim sein Unwesen. Und? Sind Neckarus nicht schnell genug, um einfach wegzulaufen? Du weißt nicht viel über Neckarus, oder? Sie knabbern an allem, was sie finden. Auch an diesen Schleim. Für uns sind die harmlos, aber für Neckarus sind die giftig. Sie sterben, wenn sie das Zeug fressen, verstehst du? Ich mache mir keine Sorgen wegen dieses Viehs. Ich habe Angst, dass die Neckarus es beißen. Das Leben ist hart, Kumpel. Und die Wachen sagen, dass sie nichts unternehmen werden, da der Schleim keine Gefahr darstelle. So sieht die Lage aus. Solange dieses Vieh da draußen ist, lasse ich meine Babys nicht raus. Du willst also, dass ich mich darum kümmere. Ich bitte dich um gar nichts. Ich sage nur, dass ich meine Nekarus nicht rauslasse, solange dieser schwabbelige Schleimbeutel dort nach Beute sucht. Du sagst also, dass ich einen Nekaru ausleihen kann, wenn ich diese Kreatur beseitige. Das hast du gesagt, nicht ich. Oje, oje. Also in Sachen Rhetorik kennst du dich auf jeden Fall gut aus. Violette Schnurrhaare. Ja, da würde ich mal fast sagen, ich habe leider nicht schnell genug. Ach so, doch, hat er jetzt automatisch umgestellt. Der ist da hinten. Die Frage ist, kriege ich den platt? Ich weiß ja nicht, was der für ein Level hat. Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich für ein Level habe. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, grün bedeutet, dass ich die locker besiegen kann. Da hinten läuft doch noch was rum. Obwohl, naja, gelb Level 4. Die anderen waren jetzt Level 3. Oder heißt das doch, gelb ist aggressiv und die anderen sind nicht aggressiv? Aber das glaube ich auch nicht. Die sind grün. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das sind jetzt wieder andere. Ach, da. Da ist der Schleim, ja. Was hast denn du für ein Level? Töte einen Feind, nachdem jeder der Charaktere einen Treffer gelandet hat. Ja, das sollte ja an sich nicht das Problem sein, ne? Da ich ja der einzige Charakter bin. Okay. Take this! Gut, das sieht schon mal positiv aus. Die Frage ist. Es geht aber. Würde ich sagen, Treffer versenkt, ne? So, ist ein bisschen gestiegen. Das ist auch sehr schön. Den Auftrag haben wir dann schon mal erledigt. Keine Ahnung, was das hier. Neues Ziel für Auftrag. Heißt wahrscheinlich nur so viel wie, dass ich wieder zurücklaufen muss. Was mit dir ist, weiß ich bis heute immer noch nicht, ne? Nee, du willst mir irgendwie nichts. Ach so, Moment. Der will ein Neckaru haben. Ah, das könnte sein. Oh, Mist. Das habe ich nicht drauf geachtet. Und da ist nämlich schon direkt 1% jetzt wieder von meiner Teamenergie runtergegangen. Was natürlich nicht gut ist. Da muss ich echt drauf achten. Ugh.
Ich wollte eigentlich jetzt nicht mit allen kämpfen, was mir hier über den Weg läuft. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, das übrigens geplant war ursprünglich, ich weiß nicht, ob sie das jetzt wegen der aktuellen Situation auch so beibehalten können, dass alle 3 bis 4 Monate ein neues Story-Kapitel hinzugefügt wird. Das heißt, die Entwickler haben geschrieben, dass sie noch lange, lange nicht bei der endgültigen Form des Spiels angekommen sind und man wirklich gespannt darauf sein kann, was noch alles dazukommt. Also es, was ich gesehen habe, dass man jetzt wohl, oder gelesen habe, dass man jetzt wohl schon mindestens 40 Stunden Spielespaß hat. Ob das Spaß ist, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall um die 40 Stunden und da wird noch so einiges hinzugefügt und ich bin echt gespannt, was da alles noch kommen wird. Ist erledigt. Deine Nikaros müssen sich vor nichts mehr fürchten. Du hast es geschafft? Danke. Warum hast du dann so ein langes Gesicht? Du wirkst niedergeschlagener als letztes Mal. Bist du krank oder so? Mir geht es nicht gut. Mir geht es gut. Danke. Also, der Nekaru. Du kannst dir jeden ausleihen, der dir gefällt. Aber vergiss nicht, dass sie noch jung sind. Wenn du dich zu weit von ihnen entfernst, dann versuchen sie, hinterher zurückzukommen. Kein Problem. Und kümmere dich bitte gut um sie, ja? Um sie kümmern? Ja, keine Sorge, das kann ich. Ein wahrer Held. Ja, das heißt jetzt was? Dass ich mir den hier in der Umgebung ausleihen kann? Oder... Das sind wahrscheinlich die Kleinen davon, oder? Oder sind das jetzt komplett andere? Nee, das müssten aber eigentlich komplett andere sein. Was ist denn mit dir? Du bist ja... Bist du tot oder bist du am Schlafen? Du stehst da wie bestellt und nicht abgeholt. Ich drück mal T. Oh. Ich drück T und dann kommst du, hä? Ah! Mit T kann ich meinen eigenen rufen. Das muss ich mir mal kurz aufschreiben, weil das ist richtig cool. Ein eigenes Reittier. Ja, geil. Ich wollte gerade sagen, nur wie komme ich jetzt da drauf? Kannst du auch springen? Nee, du kannst auch nicht springen. Was bringt der mir, wenn der auch nicht springen kann? Aua. You can call. Ja, was auch immer. Also ich glaube da, ich habe es jetzt zu schnell weggeklickt. Ich glaube, da stand jetzt nur, dass man die rufen kann, indem man T drückt. Was eine sinnvolle Ergänzung ist, dass man mir das jetzt mitteilt. Weil ich den ja jetzt schon dreimal gerufen habe und wieder weggeschickt habe. Aber okay. Gut. Wo war der Typ denn jetzt da hinten, ne? Irgendwo. Kann ich mit dem eigentlich auch sprinten? Ach so, der kann auch sprinten. Ah. Ja, ich weiß, du hörst dich so süß an. Hallo, ich habe einen. Guck mal. Ach so, ich muss absteigen. Hi. Nein! Du sollst mit dem Typen reden. Ja, diese Tiere. Ja. Okay, anscheinend soll ich doch nichts für den machen, sondern eventuell hier was finden oder so. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Aber die sind noch jung, hat sie gesagt. Vielleicht kann sie das auch gar nicht. Oder er. Sieht ja eher nach einem männlichen Nekaru oder wie die heißen aus. Okay, Moment, geheimwärts. Ah, aha. Ich sehe gerade, da hinten ist ein Punkt erschienen. Ja, sehr schön. Das Blöde ist halt, diese Punkte kommen erst... Oh, oh nee, ich bin doch noch nicht ganz runter. Diese Punkte kommen erst dann, wenn man sich dem wirklich nähert. Ich glaube, so auf 600 Meter oder sowas. Die Frage ist jetzt... Erreiche den Berg. Das ist zum Beispiel nicht hier. Aber das ist ja auch die Saat der Zerstörung. Ist das nicht sogar das, was ich schon abgeschlossen habe? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wir machen jetzt mal einfach mit dem hier weiter. Das finde ich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend. Aber da sehen wir zumindest schon mal, dass wir da hinten scheinbar irgendwie weiterkommen. Oh, oh, oh. Warum guckt der denn immer nach rechts?
Moment. Oder hat der irgendwas mit den Steinen zu tun? Ne? Aber zeigt doch. Der ist anscheinend nicht auf die Gegner fixiert. Ich laufe jetzt mal einfach dieser Spur nach. Ich weiß ja nicht, wo er mich jetzt hier hinführen möchte. Aber das ändert sich. Also wenn ich in eine Richtung laufe... Ach! Ah! Wildlederstiefel. Ja, cool. Dankeschön, mein kleiner Freund. Ja, das ist ja... Ich schaffe es mal wieder nicht, einen Screenshot zu machen. Das ist wieder... Ah, jetzt endlich. Irgendwie habe ich drei verschiedene Tasten, die ich drücken kann. Und der reagiert nicht immer auf die gleiche. Ich weiß auch nicht. Ja, cool. Und er hat jetzt... Hat er das in der Umgebung... Hat er das nicht in der Umgebung auf dem Schirm, das, was da ist, was man ausbuddeln kann? Deswegen ist da auch... Aber dann war hinten bestimmt noch was zum Ausbuddeln. Aber gut. Ist, denke ich mal, hoffe ich mal, nicht so schlimm. Ich denke mal nicht, dass der jetzt mit angegriffen wird, oder? Ach, da kam ich doch weiter. Oh. So. Werden wir mal eben schnell das Spiel speichern, wenn wir schon mal hier sind? Hallo? Muss ich dann absteigen? Nein! Oh. Mein Gott. Hallo. Ich würde gerne das Spiel speichern. Geht doch. So, da. Zack. Damit hier schon mal nichts passieren kann. Hallo? Öffne die Truhe, während du davor stehst. Ja. Öffne das Statusmenü. Hä? Was wollen die jetzt von mir? Ausrastung. Ausrastung. Ausrüstung. Wähle den Handplatz aus. Okay. Handschuhe. Lederarmband. Okay. Dann kann ich aber doch theoretisch auch das, was ich eben gefunden habe, da reintun. Oder ich habe doch so Stiefel. Ja, Wildlederstiefel habe ich gefunden. Warum hat der mir das da nicht eben gesagt, wo ich die Sachen ausgebuddelt habe? Hm. Naja. Ich muss... Kann ich dich so wegschicken? Nee, so kann ich nur absteigen. Muss ich nochmal zusätzlich wegschicken. Ja, da wollte ich doch gerade hin. Wir sehen hier nicht oft einsame Söldner. Ich bin ein Bote der Rot-Falchion-Kompanie. Wenn du ein Bote bist, wo ist denn dein Abzeichen? Ich habe es verloren. Hm. Werde ich jetzt festgenommen? Hm. Nein, ich werde dich nicht festnehmen. Ich bin nicht hier, um die Arbeit des Konzils zu übernehmen. Aber das heißt nicht, dass du einfach so davonkommst. Du musst zuerst etwas für mich erledigen. Erpressung? Nenn es, wie du willst. Ein Großteil unserer Männer ist an der Front und wir haben nicht einmal ein Drittel unserer Vorräte erhalten. Wir sind nur ein Haufen müder Soldaten, die in der ganzen Region verstreut sind und für Sicherheit sorgen. Wenn Monster dieses Dorf angreifen, dann ist es nicht die Schuld des Konzils. Es wird unsere Schuld sein. Ich tue also alles, um die Sicherheit der Region zu gewährleisten. Verstehe. Auf dem Pfad hinter mir befindet sich nach kurzem Fußmarsch ein Alpha-Oroko. Ein Alpha? Ach du Schande. Er hat noch niemanden angegriffen, aber das wird nicht ewig so bleiben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemanden der Kopf abgebissen wird. Ich kann mir keine verletzten Truppen leisten. Ich kann mich darum kümmern. Ich muss sowieso da lang. Wenn ich gehen darf, werde ich mich darum kümmern. Immer langsam mit den jungen Nekarus-Freundchen. Wenn du einfach so gehst, überlebst du das nicht. Du brauchst zuerst Oroko-Fallen. Die brauche ich nicht. Es ist mir egal, was du glaubst. Ich will dich nicht auf dem Gewissen haben. Du greifst den Oroko nicht an, bis du entsprechend gerüstet bist. Und die Oroko-Fallen soll ich wohl selber finden? Ich habe einen meiner Männer beauftragt, Fallen herzustellen. Er befindet sich auf der Lichtung am Bach. Ich hoffe, er hat sich darum gekümmert und hat genug, dir etwas zu geben.
Und noch was, du brauchst deine bessere Geschichte, wenn du überleben willst. Du hast Glück, dass du am Ascheende von Astrya bist. Das kann ich dir sagen. Ich denke darüber nach. Darüber nachdenken? Willst du sterben oder was ist los? Sehr lustig. Ja, sprich mit Troy. Mit Troy. Da müssen wir wieder komplett zurück. Wollt ihr mich denn veräppeln? Okay, wo ist denn der Typ, der hier gerade stand? Sprichst du Deutsch oder Englisch? Natürlich sprichst du nur Englisch. Nix Deutsch. Komm her. Es ist schade, dass der da nicht direkt da drauf springt. Das wäre natürlich auch cool. Was war denn das? Was kann man denn hier mitmachen? Hallo? Sieht aus, als ob man hier schlafen kann oder so. Aber anscheinend nicht, wenn ich jetzt da drauf sitze. Also werde ich jetzt erstmal wieder rüberreiten. Ja, also, ich reite jetzt erstmal das ganze Stück hier wieder. Oh, Mist. Ich verpasse das aber auch jedes Mal. Ich reite das ganze Stück zum Dorf jetzt erstmal wieder zurück und schalte euch dann gleich wieder hinzu. So, ich schätze mal, dass er da hinten irgendwo sein wird. Ah, der, okay. Ich habe übrigens gerade durch Zufall was ganz Süßes mitbekommen. Ich hoffe, ich kriege das nochmal hin. Nein, so nicht. Ich will interagieren. Aber doch nicht so. Okay, ich krieg's anscheinend. Oh. Ups, ich krieg's anscheinend doch nicht nochmal hin. Da werde ich euch das einblenden, wenn ich daran denke, an dieser Stelle, was ich unterwegs durch Zufall erlebt habe. Das war so süß. So, und hier ist der Kerl, mit dem ich sprechen soll. Weshalb bist du hier? Wegen der Fallen. Der Hauptmann hat mich gebeten, mir die Bestie auf der Straße vorzuknüpfen. Ach, dann hat der Hauptmann dich also gefragt? Ein guter Mann, ein echter Softie. Er setzt lieber das Leben eines Fremden aufs Spiel, als das Leben seiner Soldaten zu riskieren. Was soll ich sagen, Mann? Tut mir leid. Muss schwer sein, am unteren Ende der Nahrungskette zu stehen. Wie auch immer. Wo sind die Fallen? Ich wollte gerade Vorräte sammeln. Ich benötige noch 6 Stücke Holz, 6 Kratzweinbeeren und 3 Sätze Nägel. Hey, wie wär's? Warum treibst du den Rest nicht für mich auf? Für so etwas habe ich keine Zeit. Na, wenn du keine Hilfstätigkeit erledigen willst, dann habe ich eine andere Lösung für dich. Was für eine Lösung? Wir haben neulich 2 Banditen gefangen. Warum verfüttern wir die nicht an die Bestie? Das wird ein Festmahl. Und wenn der Magen des Tieres erst einmal gefüllt ist, dann verschwindet es vielleicht. Was? Was hast du gerade gesagt? Hey, immer ruhig, Blut. Bei Kratos heiligen Launen. Es war doch nur ein Witz, Mann. Beruhige dich. Ja. Mann, du machst mir Angst. Was ist eigentlich dein Problem? Wo finde ich das Zeug, das du brauchst? Es gibt hier einige Baumstümpfe, die das beste Holz für Fallen liefern. Die Weinbeeren findest du auch in der Nähe und die Nägel kannst du im Dorf bei einem Händler kaufen. Ich werde dann zurück ins Lager gehen und meine Arbeit mit dem beginnen, was ich bereits habe. Bei den Baumstümpfen musst du mit deinem Schwert ordentlich draufhauen. Okay, das habe ich schon mal versucht. Das hilft dir auch bei der Bewältigung deiner Aggressionsprobleme. Ich weiß gar nicht, was der meint. So, das sind die los. Die sollten wir eigentlich ja auch machen. Ich weiß nicht, kann der schwimmen? Nee, der kann gar nicht erst ins Wasser. Okay. Gucken wir mal, in der Richtung muss das sein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Dilo erstmal angreifen. Na gut. Hallo. Ah, jetzt. Wie wollt ihr denn? Ich habe ich so. Spielerinitiative. Ja, ich greife hier die ganze Zeit schon an, Leute. Take this! Oh, wow. Okay. Und tschüss. Halte Schaden aus. Naja. Hat wohl nicht so geklappt, würde ich sagen, ne? Aber ich habe ja auch keinen reinbekommen, deswegen. So, Rohleder. Jetzt muss ich aber noch mal kurz gucken vorher. Dilu. 5 Stück sollte ich töten. Okay, dann würde ich zumindest die Nägel dafür bekommen.
Ist ja schon mal was. Und bam! Habe ich dich überrascht. Besiege all deine Feinde in weniger als 3 Zügen. Das sollte nicht klappen, weil, warum auch immer, der so weit weggesprungen ist, der Dilo, dass ich so weit weg bin. Ah, ich hasse es. Okay. Gut. Vielleicht klappt es doch. Ja, wunderbar. Äther habe ich erhalten. Dann können wir hier nochmal eben... Was auch immer das jetzt war, ich weiß es nicht. Das sieht ja mal geil aus von der Farbe her. Okay. Ja, komm. Nix hier reinigen oder so. Guck mal, dass du hier was ausgraben kannst. Ein Edelstein. Sehr schön. Dankeschön. Und... Jetzt habe ich total vergessen, was ich eigentlich machen muss. Also, ich muss wieder nach oben. Ich muss mal eben schauen. Wegen dem... Kristall. Glänzender Splitter. Angriff. Eile Zaubertempo. Ne, okay, das wollen wir natürlich dann nicht behalten. Achso, ich wollte aber eigentlich was anderes gucken. Ah, und hier steht jetzt alles auf Englisch. Ja, super. Feinscheu. Keine Ahnung wo. Also er ist, glaube ich, wieder zurückgegangen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das Problem ist, wir haben hier keine Dulos mehr. Sonst würde ich nämlich sagen, dass wir die erstmal machen. Also nochmal welche finden und kaputt machen. Okay, da will der nicht weiter. Warum nicht? Oh, da ist so ein Tor. Sehr schön. Ja. Ne, also leider haben wir keine Dulos mehr. Das ist, glaube ich, eine Person gewesen hier, ne? Oh, steigen wir mal eben ab. Es ist nur Metall, genau. Also, er hat auf jeden Fall gesagt, dass das angeblich funktionieren sollte mit dem Schwert, aber es funktioniert mal wieder nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der mit Bäumen auch die Palmen hier meinte. Ob der nur normale Bäume meinte. Keine Ahnung. Das kann ich auch wieder nicht machen. Interagieren kann man auch nicht, dass man da irgendwie... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, dass ich mich erstmal zu dem Punkt hinbegebe, wo der Troy auf uns wartet. Und dass wir uns dem, ja, Wesen, Schrägstrich Boss, Fragezeichen, weil das hörte sich ja doch ein bisschen größer an, dass wir uns dem dann in der nächsten Folge widmen, weil ich irgendwie befürchte, dass es dann eine Folge wird, wo ich da doch vielleicht ein paar Mal drauf gehen könnte. Man weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.